So Leute, bin zurück mit einer aktuellen Folge Pokémon Masters. Wir können nämlich viele tolle neue Gefährten suchen. Einmal hier Team Skull mit Bromley und Tektas, Fran und Amphira. Dann haben wir hier Laminia und Traunmagil und natürlich Sabrina und Simsala. Die würde ich gerne kriegen, kann sogar sich mega entwickeln. Und dann suchen wir aber einfach mal hier die Zehnersuche. Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert, dass wir einen dieser Gefährten bekommen. Hab halt lange nicht mehr gespielt. Ja, das letzte Video, was ihr dazu gesehen habt, war noch vom alten Gameplay mit Mewtwo und Giovanni. Aber jetzt neues Gameplay, deswegen kann ich euch kurz ein paar schöne Sachen zeigen. Schauen wir mal, wen wir bekommen. Wir kriegen auf jeden Fall einen Vierer, mindestens. Würde ich mal behaupten. Er hat zwar sich gefreut, das Porifon, aber nicht so krass, weil das ist nur ein Vierer oder das ist ein Fünfer. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Vierer oder Fünfer sind. Okay. Warum hat er sich nicht so krass gefreut? Das ist Bormley und Tektas im ersten Versuch. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große böse Bormley. Wiebke und Pelipper ist auf Max, okay. Die ist Charlie und Akani anscheinend neu gewesen, weil die habe ich noch nicht oft gehabt. Ja, die kennen wir ja schon und kriegen sie nochmal. Und dann kriegen wir Hilda und Medit hier, alles schon voll. Ich war gerade ein bisschen irritiert irgendwie, ne? Fernantor und Frosinia, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Rex Blizzard. Ja. Okay, dann hat es sich doch gelohnt. Ich weiß noch nicht, ich war irritiert, warum sich das Porifon nicht so doll gefreut hat. Aber okay, können wir mit leben. Und das war's dann schon, ja? Ich habe keinen Plan, ob Bromley und Tektas das gut sind. Aber ja, wir haben sie fürs Team. Schon mal einen von den beiden. Und vielleicht in der nächsten Folge nochmal suchen. Die sind ja noch ein bisschen da. Und wir gehen einmal hier hin. Trainingsevent Geist. Ich will es einfach nur mal einmal machen. Mit meinem aktuellen Team. Sollten wir das eigentlich schnell hinkriegen. Und dann nur einmal, um das gezeigt zu haben. Da kriegt man ja auch erst Bonus. Normalerweise sollte man mit Geist-Pokémon trainieren. Aber ich habe aktuell keine Geist-Pokémon, die dagegen gut sind. Deswegen. Aber einmal kurz zeigen und dann schauen wir mal. Denn es gibt ein Episoden-Event wieder, um die guten Bromley und so weiter und so fort. Deswegen gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Ja, die sind ja schon fast hier besiegt. So. Also das sollte eigentlich kein Thema sein. Die sind ganz easy besiegt. So. Dann können wir nämlich noch einmal noch das hier machen, wenn der fertig ist. Fertig, fertig, fertig. Und dann sind wir schon fertig. Wir brauchen nichts mehr zu machen. Wird regeln, war halt sehr einfach mit dem Team. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gedacht, um Geist-Pokémon zu trainieren. Aber passt schon. Wir haben es trotzdem geschafft. Kriegen jetzt hier ein bisschen Erfahrungspunkte, ganz wenig. Und hoffentlich ein paar brauchbare Items. Wir gucken es einfach mal. Ja, Alola Raichu und Tali sind kurz vom Level Up, aber ja, ihr seht ja hier den Erstbonus und das andere freigeschaltet, aber das ist halt immer das gleiche, nichts Spektakuläres. Interessanter ist nämlich Episoden-Event, platt mit Team Skull, keine Ahnung, gucken wir mal. Kapitel 1, haben wir überhaupt schon Punkte? Wir haben 10 Punkte, das heißt, wir können jetzt hier zweimal das kaufen. Ich gehe einfach, weil das schneller ist und wir das einfach sehen wollen. Gehe ich einfach immer den direkten Weg zur Flagge. Ich nehme jetzt nicht alle Items mit. Denn wir können einmal täglich hier die Sachen abfarmen. Das machen wir jetzt mal. Die Kämpfe kurz, damit wir wenigstens eine Episode in dieser Folge sehen können. Ah, mit bestimmten Gefährten steigen meine. Ah, das heißt, wir müssen doch Bromley mitnehmen. Dann packe ich kurz. Ich gucke mir erstmal an, was die überhaupt, wie die drauf sind, was die für Pokémon mitnehmen. Und dann entscheide ich mal, ob ich Bromley mit reinpacke. Macht Sinn. Ich habe ja Bromley. Ich weiß noch nicht, was er kann. Und Psiaugon, das sah richtig geil gerade aus. Okay. Weil das sollten wir ja eigentlich noch mit dem Team hinkriegen. Oh wei, oh wei, oh mein Gott. Die Oweis sind los. Weil ich guck mal, wie viel der Schaden anrichtet. Und ich habe keinen Plan, was Bromley kann. Nicht so besonders stark, aber okay, passt schon. Drachenklaue drauf.
Ja, der füllt halt meine Balken auf. Ich muss mal gucken. Ja, müssen wir gucken. Wir bräuchten halt auch noch Amphira. Wir könnten theoretisch meine ganzen Juwelen nochmal jetzt verballern und hoffen, dass wir Amphira bekommen könnten. Ich weiß es nicht. Ich warte lieber mal auf Talis Angriff, aber der kann gleich seine Gefährten da droppen. Dann machen wir das hier. So. Dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Come on. Ah, ich kann nichts mehr boosten jetzt. So. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Auf jeden Fall sollten wir den mitnehmen. Auf jeden Fall, ich würde dann Wolverock rausschmeißen. Aber ich musste dann vorher offscreen ein bisschen trainieren. Und ihr seht ja hier, das reicht gar nicht aus. So. Dann kann der sich nämlich gleich einen Trank gönnen. Weil der jetzt sehr angeschlagen ist. Dragoran. Gönn dir einfach mal einen Trank. So. Bitte sehr. Oh, weil er lebt noch das eine. Trank gönnen. Trank gönnen. So. Dann ist das auch wieder erledigt. Geschafft, gepackt. Und dann haben wir es auch erledigt. Kriegen wir ein paar Bewegungspunkte. Ja, da müssen wir halt wirklich Bormley und Tektas mitnehmen. Was war noch das andere? Welches? Da war noch ein dritter. Ich weiß auch nicht, ob wir den haben. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal offscreen gucken. Auf jeden Fall, Raichu geht schon mal wieder. Ja, noch kein Level Up, aber okay, passt schon. Dafür kriegen wir ja viele Sachen, Bewegungspunkte. Wunderbar. Beenden. So, wir probieren nochmal diesen Kampf hier. Den einfachen. Ich habe jetzt mal Bromley ins Team gepackt. Hab den auch ein bisschen hochgepusht mit den Büchern. Ich will einfach nur gucken, was er kann, was er drauf hat. Ob der interessant ist. Ob das sich lohnt. Wir schauen einfach mal. Ich verstehe nämlich nicht ganz so genau, was die Attacke Überrumpler macht. Ihr seht es ja, ich kann es dreimal einsetzen, aber da steht irgendwie, die schlägt fehl, wenn er schon mal einen Attack eingesetzt hat. Deswegen bin ich da gerade irritiert. Ich probiere es einfach mal aus und guck mal, ob es funktioniert. Ob die trifft oder nicht trifft. Das ist halt die Frage, ne? Ja, ist fehlgeschlagen, okay. Verstehe, verstehe. Muss ich mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Wenn ich das gemacht habe, ob der jetzt das wieder machen kann. Oder nicht, gucken wir mal. Nee, ist okay, man kann die anscheinend nur einmal einsetzen. Und dann kann er Nadelrakete machen, so. Ich kann hier mal boosten, hätte ich schon längst machen können. Hier mal einen Trank drauf, damit wir ein bisschen wieder Zeit schinden können. Und dann gucken wir mal, dass wir das gesetzt kriegen. Angriffs plus. Dann kann er seine Gefährtenattacke gleich drücken. Auf Owei. Come on. Donnerschock, ups, der war nicht gut. Jetzt aber Gefährtenattacke. Drachenklaue. Und dann schauen wir mal. Es ist mit Tektas schwierig. Das heißt, ich weiß nicht, warum man das dreimal einsetzen kann, wenn man es nicht machen kann, Leute. Wenn ihr es wisst, lasst mich doch gerne in die Kommentare wissen, wie man am besten Tektas hier im Pokémon Master spielt, weil stark ist es ja auf jeden Fall schon mal. Ihr seht es ja schon mal. Es hilft mir ja ein bisschen was. Und bitte. Psiaugon, geh drauf, komm. Ich will einfach, dass es platt gemacht wird. Bevor es seine Gefährtenattacke drückt. Ah nein, es hat nicht gereicht. Verdammt. Ah, Psiaugon, ja, wir wollen noch die anderen machen. In dieser Folge will ich das noch hinkriegen. Okay, Dragoran darfst du ruhig angreifen, ist mein stärkstes. Ich kann nur sein, oder es bezweifle, dass das ausreichend ist, dass wir die nächsten Level dann von der Levelstärke her nicht schaffen, weil wir jetzt ein starkes Teammitglied rausgeschmissen haben. Und deswegen wohl sehr wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, stark genug zu sein. Dabei, ja, wir brauchen es halt, um mehr Bewegungspunkte zu bekommen. Dann kriegen wir es auch hin, dass wir vielleicht mal das auch zum Abschluss bringen, dass wir alles gesehen haben hier, auch wenn es teilweise langweilig
war jetzt beim letzten Episoden-Event mit Rotom und Camilla, kann das sein? Camilla war es, ne? Gewonnen, so. Wir bewegen sehr spät auf der Karte. Wir machen erstmal die Kämpfe, die täglichen, so. Kein Level Up, das ist ja natürlich schade, aber passt schon. Genau. Das können wir ja auch von der Stärke her, glaube ich, probieren. Normalerweise sollten wir das, weil wir eine sehr effektive Attacke haben, im Vorteil sein und das schaffen. Wir müssen jetzt taktisch uns clever anstellen. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ansonsten schaffen wir das nicht. Okay. Und Drop-Chance. Gut. Ja, Bromley. Aus der Alola-Region. So wie Alola Raichu und Tali. So. So, machen wir das erstmal so. Machen wir das so. Kannst du ihn, jetzt hast du ihn jetzt mal eingesetzt. Ah ja, hat er eingesetzt. Okay, alles gut. Dann machen wir das einmal so. Danach werden die Werte geboostet. Ich will erstmal einmal schön Schaden drücken. Mit Tali, come on. So. Du heilst dich einmal. Ja, wir müssen einmal Angriff boosten. Es ist schon schwieriger. Dragoran macht natürlich hier Probleme. Drachenklaue, weil er immer angegriffen wird, aber passt schon. Nochmal Angriff plus hier X Spezial. Wir haben auf jeden Fall den paralysiert. Ah, Gefährtendrop habe ich nicht geschafft. Schade. Ja, ich will das Item droppen, deswegen nehmen wir die Attacke. Wir können ja mit der Nadelrakete trotzdem viel Schaden machen. Und danach will ich, dass wir den heilen, den Dragoran. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich will keinen Fehler machen. Und wir schaffen halt das nächste Kapitel nicht, weil wir nicht genug Punkte haben im Team. Sehr wahrscheinlich. Zauberschein. Trank, okay, das ist natürlich wieder eine Nummer für sich, ein bisschen schwierig. Keiner Barmen und nein. Nein, 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 die Gefährtenattacke, die drückt bestimmt mega hart rein. Es kann sein, dass es dass unser Fehler war und dass wir deswegen drauf gehen. Wir sind nicht stark genug. Sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht. Aber ja, Dragoran steckt den Hauptschaden ein. Shit. Shit, shit, shit. Tektas. Bitte, bevor du drauf gehst. Bitte, mach nochmal was. Paralysiert. Ah, Nadelrakete ist gut. So. Ich will noch einmal einsetzen. So, bitte. Bitte, bitte, bitte. Paralysiert. Ja, das war gut. Das war super. So. Wir haben es zwar geschafft, auch wenn wir ein bisschen unterlevelt sind. Von den Punkten her. Ich wollte schon gesagt, Wettkampfpunkten. Wir sind nicht hier bei Pokémon Go, Leute. So. Dann. Ist es ja egal, was wir machen. Hauptsache, die sind besiegt. Und das andere wollen wir nicht schaffen. Wir müssten unser Team verbessern. Aber wenigstens kommt das Alola Raichu auf ein neues Level. Das ist schon mal schön. So. Flabbebee ist von dannen gegangen. Ich guck mal jetzt, ob es funktioniert. Ja, Dragoran geht jetzt von uns. War ja klar, ich musste ihn opfern. Aber passt schon so. Donnerschock. Überrumpler. Trifft nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, die Attacke. Besiegt. Jetzt wird es ganz eng, aber normalerweise sollten wir das ja hinkriegen. Und haben es geschafft, ja. Flabbebee wurde besiegt. Wunderbar. Gut, ein Item gedroppt. Und dann haben wir das auch geschafft. Ich gucke nur kurz, Ostrien, wie viele Punkte wir bräuchten für das andere. Auf jeden Fall kriegen wir auf jeden Fall mehr Punkte. Ja, wegen Bormley, als wir sonst bekommen könnten. Es ist auf jeden Fall gut gelaufen. Sehr schön. Dann gucken wir, dass wir das hier eingelöst kriegen. Wir haben schon, 80 Punkte. Wie gesagt, ich will jetzt nicht alle Items nehmen. Das war, glaube ich, beim letzten Mal der Fehler. Die kann man natürlich nehmen, wenn man es so macht. Aber ich will jetzt erstmal das erste Ziel einlösen. Das ist aber sehr billig. Das erste Ziel, da waren ja nur 5 Punkte, okay.
Schauen wir mal, wie es läuft. Wir gucken mal hier. Tektas und Bormley. Kapelle 1, der knallharte Boss stand da. Ey, ihr macht euch alle platt. Ich mache euch alle platt. Ach so, okay. Lesen sollte gelernt sein, ne? Tektas setzt Überrumpel ein. Die Attacke wirkt zwar nur, wenn man sie leicht zum Kampf gegen einsetzt, aber dann ist sie verheerend. Weich aus, Lunastein. Beschützt Lunastein. Greift Tektas an. Netter Versuch. Dich mache ich gleich mit platt. Los, Tektas. Okay, sehr gut. Nichts da los, Brutalanda. Es ist gerade bei mir komplett weiß. Aha, wir haben ihn besiegt und er grinst. Ist was passiert? Bedauerlich, wir haben zwar alles gegeben, aber es war nicht gut genug. Alles in Ordnung, Svenja und Niklas. Mir geht's gut, ich kann noch weitermachen. Bormi, lass uns gleich nochmal kämpfen. Nix da, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Dich platt zu machen macht keinen Spaß. Gegen ein paar Bäume am Wegrand zu kämpfen wäre spannender als gegen dich. Das reicht jetzt, ihr zwei. Es ist lobenswert, dass du so ehrgeizig bist, Svenja, aber sei bitte nicht so leichtsinnig. Und Bormley, kannst du auch mal mit Leuten reden, ohne so aggressiv und herablassend zu klingen? Halt den Rand, so bin ich eben. Kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt. Du bist wirklich hoffnungslos. Sag mal, Svenja, warum bist du eigentlich so sehr drauf aus, möglichst schnell stärker zu werden? Weil mein Bruder Ben und ich uns gegenseitig etwas versprochen haben. Wir wollen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, während wir getrennte Wege gehen. Also muss ich mich anstrengen und stark genug werden, um auch alleine einen Kampf bestreiten zu können. Wenn du stärker werden willst, dann wirst du mit so einem Kampfstil aber nicht weit kommen. Es ist Fran von Team Skull. Fran, was willst du denn hier? Was ist denn das für eine Begrüßung, Bromley? Ich war ein wenig spazieren, als ich plötzlich Lärm hörte. Da wollte ich sehen, was hier abgeht. Und wen finde ich hier? Natürlich dich, Kauten, wie du auf einem kleinen Kind herumhackst. Schwächere zu schikanieren ist echt voll peinlich. Als ehemaliger Boss von Team Skull bist du tief gesunken. Schämst du dich nicht? Wie, was? Ich und Schwächere schikanieren? Das ist einer der Top 4 aus Höhen. Der ist doch wohl echt kein schwacher Gegner. Ach, du Opa bist also einer der Top 4? Der lacht nur. Okay, aber das kleine Mädchen da gehört ja wohl kaum auch zu den Top 4, oder? Ich bin aber trotzdem nicht schwach. Ich bin Arenenleiterin in der Höhenregion. Zusammen mit meinem Bruder Ben natürlich. Jetzt werde doch nicht gleich wieder so kleinlaut. Du willst doch stärker werden, oder nicht? Ja, schon. Dann hör sofort auf damit, hier so rumzuwimmern. Stärker zu werden fängt schon bei der Einstellung an. Bormley, also manchmal hast du echt eine Art mit Leuten, aber was du sagst, ist nicht verkehrt. Wer ein Ziel hat, muss es zielstrebig verfolgen, sonst strampelt man sich nur vergeblich ab. Ihr habt wohl recht. Danke, Bormley und Fran. Ey, du musst mir nicht danken, kapiert? Können wir also mal kämpfen? Du da, kämpfe gegen uns. Los, Nick und Fran, ihr mischt gefälligst mit und helft mir. Schon klar, Zeit für einen Pokémon-Kampf, was? So ist es. Wer stärker werden will, braucht erstmal starke Vorbilder. Und niemand ist stärker als Bormley. Ich mache alles und jeden platt. Arrogant hoch 3, ne? Okay. Dann gucken wir mal, was Amphira drauf hat. Oder dürfen wir gar nicht jetzt kämpfen mit dem? Schade. Geschafft. Ja, wir gehen einfach jetzt, wie gesagt, den kürzesten Weg. Ach so. Wir müssen jetzt nur das einlösen. Das kostet jetzt 20 Punkte. Nebenepisode, okay. Machen wir natürlich. Gucken wir uns an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in der heutigen Folge erhalten. So. Ich wollte schon weiterklicken, aber ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Nebenepisode war. Aber die gucken wir uns natürlich gerne an. Bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Da. Ein Tag das. Pa. Und was wollen Trainer? Ja, und das wollen Trainer sein, diese Luschen nehmen. Alle gleich raus aus, wenn ich aufkreuze, zum Haare raufen. Wieso machen die sich alle wegen einem kleinen Pokémon-Kampf so ins Hemd? Aber Tech, das ist in Pokémon Sonne und Pokémon Mond, beziehungsweise Ultrasonne und Ultramond nicht besonders stark. Was ist los, Tech, das? Hast du einen Gegner gefunden? Boah, ein Tech, das.
Ah, Kai. Ja, Käfersammler. Oder Arenleiter Kai. Wow, ein Tech, das ganz aus der Nähe. Wie cool. Geht's noch, kleiner Labastier, einfach mein Partner-Pokémon von der Seite an, oder was? Du bist für gewöhnlich eher ruhig und gelassen, nicht wahr? Obwohl du so wild aussiehst. Und dann diese scharfen Klauen, einfach genial. Ey du, was fällt dir ein, mich so zu ignorieren und nur mein Tech das voll zu quatschen? Oh mein Gott, die sind amüsant. Wow, tut mir leid, ich bin einfach nur total fasziniert von Käfer-Pokémon, weißt du? Und dein Partner-Pokémon ist so cool. Tektos! Findest du, ja? Naja, für mich ist es wohl so ziemlich das beste Partner-Pokémon, das es gibt. Mein Bibo ist genauso, wenn man nur nach Äußerlichkeiten geht, schätzt man ein Pokémon schon mal völlig falsch ein. Was? Du sagst es, irgendwie bist du ja schon etwas schräg, Kleiner. Aber du liebst Käfer-Pokémon über alles, was? Dein Tech, das ist auf jeden Fall genau das, was ich mir von diesem Pokémon erhofft habe. Darf ich es mir noch eine Weile ansehen? Aber sicher doch, glotz dich satt, Jüngchen. Geschafft, wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir noch mehr Punkte einlösen können und schauen mal, was hier so abgeht. Wir wollen ja das hier noch machen. So, 5 Punkte. Wir haben einfach mal sehr gut viele Punkte geholt. Nochmal 5 Punkte. Und dann können wir hier auch nochmal abholen. 5 Punkte, okay. Nebenquests sind irgendwie teurer als die Ziele. Aber ja, wir schaffen es dann schon mal vielleicht, aber nicht in der heutigen Folge. Ah, wir dürfen kämpfen, cool. Sehr gut, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, nach dem Kampf ist dann Schluss. Und dann irgendwann machen wir eine nächste Folge. Und schauen mal. Bormir und die anderen tragen weitere Kämpfe aus, während Svenja ihnen aufmerksam zuschaut. Okay. Los! Wenn ich und mein Tech das loslegen, dann geht es ganz schön die Post ab. Was? Ihr beide seid echt stark. Ich habe dich platt gemacht. Ich muss zugeben, ich war echt platt. Du hast es total drauf. So, okay. Wahnsinn, einfach großartig. Wie kann ich nur auch so stark werden? Ich muss wohl erst erwachsen werden, bevor ich richtig stark werden kann. Oder gibt es vielleicht irgendeinen Trick? Ich will auch so stark werden wie du und die anderen Bromley. Hey, mir ge kommt gerade die perfekte Idee. Lass mich deine Schülerin sein. Was? Wie? Was? Nix da. Das kommt nicht in die Tüte. Was? Wieso denn nicht? Weil ich aus Prinzip keine Schüler annehme. Das war schon immer so und bleibt auch so. Also, davon höre ich aber zum ersten Mal. Sei still, misch dich da nicht ein. Jedenfalls nimmt der große Bombli keine Schüler an und basta. Wenn du stärker werden willst, musst du das schon selbst schaffen. Menno, dabei hätte ich dich so gerne als Lehrer gehabt. Gib dir einen Ruck und mach dieses eine Mal eine Ausnahme, Bormley. Irgendwie erinnert sie mich ein bisschen an Team Skull zu Hause. Du kannst sie jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Pass mal auf, Kleine. Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber ich nehme keine Schüler an. Aber wenn es nur dieses eine Mal ist, kann ich dir meinetwegen ein bisschen was beibringen. Gib doch einfach zu, dass du dich darauf freust. Ruhe auf den billigen Plätzen. Okay, also was sagst du? Soll ich dir für kurze Zeit ein bisschen was zeigen oder nicht? Ich freue mich über jede noch so geringe Hilfe. Vielen, vielen lieben Dank. Gut, dann kämpfen wir. Ah, verflixt. Tja, Bromley, so viel zu deinen Prinzipien. Du hast jetzt ein Glück, Svenja, aber Bromley, was genau willst du ihr eigentlich beibringen? Das ist ja wohl sonnenklar. Ich bringe ihr bei, wie sie jeden Gegner platt machen kann. Also, sieh mir noch mal ganz genau zu und schau dir alles gut an, kapiert? Auf geht's, Freund und Nick. Ich will euch in Höchstform sehen. Kannst du haben und ich und meine Vierer sind definitiv mit von der Partie bis zum bitteren Ende. Los, Dragan, mit dir fangen wir an. Meinetwegen, aber wir haben doch vorhin erst gekämpft und du hast gewonnen. Unsinn, du warst doch mehr damit beschäftigt, das Mädchen zu beschützen, als mich anzugreifen. Wir haben also noch gar nicht richtig gekämpft. Ich will aber damit angeben können, ein Mitglied der Top 4 aus Höhen in einem fairen Kampf platt gemacht zu haben. Ha. Okay, jetzt dürfen wir endlich kämpfen. Jetzt ist es soweit hoffentlich. Daher weht also der Wind. Na schön. Dragan, Drachenprofi und Mitglied der Top 4 ist bereit. Gut, dann schauen wir mal.
wie es läuft, was hier so abgeht und gucken mal, ob wir den besiegt kriegen. Ja, wir haben natürlich wieder Pikachu. Pikachu ist nicht das beste und krasseste Pokémon. Auf jeden Fall. Fangen wir mit dem, ja, das weiß ich doch, die Attacke kenne ich doch schon, hab schon mit ihm gekämpft. Mit der Attacke an, was kann der Schlammwoge? Attackenleiste auffüllen, okay. Angriff boosten. Was? Der ist schon direkt besiegt? Der eine? Wie schwach seid ihr, bitteschön? Donnerblitz. Macht euch bereit. Ja, Dragoran ist halt ein bisschen nicht so stark. So, legen wir los. Wir boosten halt unsere ganzen kompletten Werte. Schlammwoge. Und dann Nadelrakete. So. Legen wir los. Das war jetzt, der Kampf war jetzt nicht so sonderlich schwer. Aber Dragoran ist halt stark, ne? Attackenleiste auffüllen. Meine Gefährtenattacke von Tektas rausballern. Hätte ich aber die von Fran sehen wollen. Ah, komm. Donnerblitz, Schlammwoge. Und dann ist Dragoran von Dragan besiegt. Dragoran, sage ich schon. Brutalanda. Sorry. Ja, ich hätte gerne die anderen Attacke gesehen. Aber egal, passt schon. Kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall Brutalanda. Was? Es lebt immer noch. Oh Gott. Kein Erbarmen. Ja, Pikachu lädt noch und lädt. Gib dir mal den Trank bitte hier. Ihr geht uns gleich vor die Hunde. Smog. Dann können wir nämlich gleich Nadelrakete machen. Und er kann dann wieder fertig nochmal einen Trank einsetzen. Aber das wird die Gefährtenattacke nicht überstehen. Bitte vergifte die Normalrakete. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Das ist schon nicht verkehrt. Tektas wegen Nadelrakete und Überrümpler. Aber so ganz zufrieden bin ich mit diesem Pokémon nicht. Aber ja, ich habe das Gefühl, es kommen immer bessere und immer stärkere Gefährten raus. So nach dem Motto. Ja, Pikachu, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Aber wir gewinnen den Kampf anscheinend nicht ganz so gut, weil, ja. Jo, jetzt darf ich mal die einmal die Gefährtenattacke angucken. Die will ich einfach mal angucken von Fran und Amphira. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist auch auf jeden Fall eine schöne, ja, giftige Gefährtenattacke, würde ich mal behaupten, ne? Okay, Brutalanda wurde besiegt. Sehr gut, sehr cool. Brutalanda wurde besiegt, genau. Dann heißt, wir kriegen nochmal Erfahrungspunkte. Und ja. Nein, wir kriegen keine Erfahrungspunkte. Ich meine, Juwelen kriegen wir. Und Items. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Gucken wir uns die Items so an. Lesen noch zu Ende, was hier passiert. Geschafft. Ach so. Okay, keine Story mehr. Dann können wir hier noch die Bewegungen durchführen. Damit wir da noch weitermachen können. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.